Willkommen zurück, eine neue Aufnahmesession mit mir, dem Illy. Es geht weiter mit Heroes of the Storm. Wir spielen Hanamura. Ich habe ganz vergessen, dass diese Map hier auch noch gibt. Hanamura. Mal überraschen. Was spielen wir denn hier Schönes? Season First Picker auf Hanamura. Wir werden mal wieder ein paar Sachen spielen, die wir längere Zeit nicht mehr gespielt haben. Was fällt mir denn da spontan ein? Ich würde sagen, wir spielen mal wieder den guten Fightstart. Der hat lange keine Spielzeit mehr bekommen. Anna, bereit zum Einsatz. Und da ist Varian natürlich. Acker gebannt. Die Macht wird mir gehören. Hat einer nach einer Abrissbirne verlangt? Saria meldet sich zum Dienst. Interessant. Dann wollen wir mal schauen, ob wir das gebacken bekommen. Ja, ich denke mal, ich werde hochgehen. Die anderen gehen runter. Und dann ist halt die Frage, was ich gleich spielen werde. Werden wir Magic Fights dort spielen oder werden wir ganz klassisch Autotech gehen? Ich weiß ja nicht, inwiefern Bribe hier noch funktioniert. Aber ich glaube, ich werde hier, glaube ich, nicht so viel Aufladungen bekommen. Also werden wir mal, glaube ich, den guten Magic Fightsat spielen und ein bisschen mehr auf Poke gehen. Könnte ganz nett sein, mal gucken. Fightstart und die Hacker sind bei mir in letzter Zeit ein bisschen in Vergessenheit geraten, was eigentlich eine Schande ist. Alle Global-Helden sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten bei vielen Spielern. Eigentlich mal wieder eine sinnvolle Möglichkeit, die zurückzuholen. Schauen wir mal. Winde des Krieges beginnen zu heulen. Die Himmel erwarten uns. 10 Sekunden verbleiben. 5, 4, 3, 1. Auf in den Kampf! Kein Problem.
endlich mal wieder Hanamura spielen. Hat lang genug gedauert. Hat Ewigkeiten die Map nicht mal gespielt. Ihr seid der Boss. Für den Sieg. Ich bin dabei. Er ist genauso das Risiko eingegangen wie ich. Also solange wir immer beide Globes bekommen, ist das eigentlich kein Problem für uns. Kein Problem. Wählt euren Pfad. Ich mach Futter für meinen Greifen aus euch. Koste es, was es wolle. Entscheidet euch für ein Talent. Pracht wird angefordert. Spielen mit Erste Hilfe oder spielen mit Static Shield? Eskortieren Sie die Pracht zu Ihrem Ziel. Auf in den Himmel! Der Tod wird euch holen! Diese Leiche könnte sich noch als nützlich erweisen. Doppelkill! So haben Tote auszusehen. Ja, bis jetzt sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Scheiße, mich nicht reingestellt, ich Depp.
Ich werde gleich wieder nach oben fliegen. Die Gebühr, wenn wir spielen, wenn sie los sind, dann würde ich reingehen und sie ins Gegnerteam rein manövrieren. Zwei Sekunden, dann kann ich runter. Mal gucken, ob er das mal. Der Gessel bleibt anscheinend hier oben. Sehr schön. Loot raus. Entscheidet euch für ein Talent. Wir werden Turbo gehen. Eskortieren Sie die Fracht zu Ihrem Ziel. Ja, so geht das. Hört sich gut an. Für den Mist gefüllt. Obliegt nicht zurück. Fünfzig Ticks haben wir schon. Oh, jetzt haben sie mich. Ah, schade, 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 schade. Kommen sie leider auch nicht mehr raus. Ja, ich glaube, das müssen wir abgeben. Bedauerlicherweise.
glaube, da werden wir nicht mehr rechtzeitig hinkommen. Was nehme ich da als nächstes? Nachbringer, die Bewegungsgeschwindigkeit, Reifenansturm, Verlangsamung 50%, das ist deutlich besser. 50% ist ganz schön viel. Die gegnerische Fracht feuert. Ja, haben sie sich wieder übertrieben. Wir müssen nur zurückgehen. Stattdessen bleiben sie wieder da. Wählt euren Pfad. Ha, gute Arbeit. Denen haben wir es gezeigt. Kein Problem. Haben es wieder übertrieben da oben. Ach du heiliger Strohsack. Die Fracht ist bald wieder bereit. Wir müssen mal 40 Sekunden warten auf den guten Ansager. 45 Sekunden. Ist da irgendwas passiert? Eieieiei. Ja, hat sie gut gemacht, dass sie den Ulti noch gezündet hat. Nice, er kriegt den Kill noch. Wichtig, dass sie den Kill noch bekommen haben, aber leider stirbt der gute dann auch wieder. Ach, schade. Wenn wir Angriffsgeschwindigkeit gehen. Oder gehen wir in den Windkanal. Windkanal können wir eigentlich gehen. Das ist gar nicht so schlecht hier auf der Map.
Ja, wir versuchen es mal. Wenn ich einfach zurückbleiben soll und poken soll, hätte ich nicht machen müssen. Ich muss Level 20 holen unten. Die One of Skip drauf. Die Fracht ist bald wieder bereit. Sie geht oben hin. Immerhin, das haben wir gerade eigentlich relativ gut gespielt. Mal kurz warten, bis mein Dings wieder aufgeladen ist, meine Heldenfähigkeit. Ich verkürze Abklingzeit dann auf den Fähigkeiten. Solange ich keinen Schaden bekomme. Also das Poke-Bild ist auf der Map echt stark.
könnte sich noch als nützlich erweisen. Doppelkill. Ja, zu einfach. Sehr gut gemacht. Ich wollte eigentlich außen rum, aber ich bin leider hart gesund worden. Bisschen scheiße. Eskortieren Sie die Fracht zu Ihrem Ziel. Ich versuche mal, ob ich außen rum komme. Ich glaube, ich habe mein Team gerade vernichtet. Sehr gut. Festung zerstört. Bringt die Fracht feuert. Chaos. Haben wir Glück gehabt. Das sah eigentlich nicht so gut aus, weil der Ades da schnell gestorben ist. War riskant, dass einmal's gut funktioniert. Da haben wir 2 Kills geholt, eben gerade aber das Team vernichtet. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Ich habe sie da zumindest einigermaßen gut gesund. Effektiv reingehen konnte ich nicht. Solange ich halt draußen bleibe, habe ich mega viel Poke-Schaden. Das war ganz cool. Hat Spaß gemacht. Das war ein sehr ausgeglichenes Game, aber wir haben es unter Kontrolle gehalten. 2-3 Mal war der Ulti relativ gut. Vielleicht sogar ein bisschen häufiger einsetzen können, einfach um das Team häufiger zu safen. Das war schon okay so. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Das war's mit Fightstar. Danke fürs Einschalten. Tschüss.